Ich bin Künstler, ich bin Zeichner, habe aber seit langer Zeit schon ein Lokal in Berlin, das heißt Paris-Bar. Das führe ich. Jetzt bin ich schon alt und bin nicht mehr so sozusagen jeden Tag am Apparat, sondern das machen die jüngeren Kräfte. Und während der letzten 2 Jahre beim Ausbruch der Pandemie war es so, dass im ersten halben Jahr wir, so wie sehr viele auch Lokale, um ihre Existenz kämpfen mussten. Bei uns war das nicht anders. Und ich hatte auf einmal dann im zweiten Halbjahr jede Menge Zeit. Wir waren lockdownmäßig gesperrt und zu, ohne Einnahmen, ohne tägliche Pflichten dort. Und ich fand mich mit einer großen Portion Zeit versorgt. Und ich war alleine mit meinem Kater und hatte angefangen, Speisekarten in Krisenzeiten zu zeichnen. Und auf einmal waren da 3 fertig. Und dann kam das zweite Jahr des Lockdowns. Und da wurde es allmählich seltsam gefährdend, gerade die Position der vielen Angestellten, der Unternehmung und so weiter. Diese Generationen jetzt, das verstehe ich, die spüren einfach den Ernst der Lage an allen Poren. Für mich war die Zeit immer schier end. Sie war unendlich. Das ist ein Privileg. Das hat meine Generation nicht verdient, aber es hat es bekommen. Wir haben das deutsche Wirtschaftswunder verachtet und haben gleichzeitig so gelebt. Das sind die Einbände und Ja. das wird, wie gesagt, ein rotes Papier, das wir Ja. so drucken. Ja. Und dann wird das so in das Buch gewickelt. Das sind die 6 Bände. Die hattest du auch schon gesehen. Ich blättere die Ja, nochmal ja, ja. durch. Und das ist der Band 6. Ja. Da gab es früher einen Indexband, den haben Ja, wir weggelassen. Und das ist so jetzt ist dieser und der ist dünner. es. Neomutanten galore. So, und jetzt gibt es die Möglichkeit, Ja. dass man sagt, man setzt auf das Vorsatzpapier, das kann man bedrucken, da kann man irgendwie ein Motiv draufsetzen oder man nimmt eine Farbe. Bei den Farben, da gibt es bestimmte Hersteller, die stellen solche Papiere her. Das sind Baumwollpapiere, die sind besonders zäh und die gibt es in zig Farben. Also dieses wäre eine Das Möglichkeit, da. das. Das wäre eine Möglichkeit. Aber nehmen wir die konventionellere, das wäre die. Das ist ein bisschen ekliger, nicht? Das ist ein bisschen Ja. schmuddeliger. Aber man kann das machen. Also Machen wir das. mit dem Rot, das ist geschmackvoll und das ist ein bisschen geschmacksloser. Mach's geschmackloser, Ja, weil wir gut. sind, haben wir eh so einen guten Ja. Geschmack. Ja. Okay. And join the Monastery of Art forever. Bitteschön, da habe ich mein Späßchen erlaubt.